Die Schüler der Kandelgasse stehen für die Stimme der Kinder, die ihre Stimme nicht erheben können. Wir sind gegen jegliche Art von Kindesmissbrauch. Viele Eltern schlagen ihre Kinder, ohne zu wissen, dass dies strafbar ist. Meistens sind die Folgen der Verletzungen nicht sichtbar. Aber spürbar. Und vielleicht hat auch Ihr Nachbarskind schon solche Erfahrungen gemacht. Deshalb fordern wir stärkere Maßnahmen und Aufklärung, damit keiner weghört und vor allem niemand wegsieht. Missbrauch soll keine Chance mehr haben. Weil Missbrauch keine Privatangelegenheit mehr ist. Wir fordern eine bessere Politik mit glaubwürdigen Politikern. Sie sollten in der Lage sein, sich in die Probleme der Bevölkerung hineinzuversetzen. Und Mitgefühl für Arme, Arbeitslose, Kranke und Behinderte haben. Statt nur die Interessen der Wirtschaft und Banken zu vertreten. Deswegen wollen wir Politiker, die sich für unsere Zukunft interessieren. Statt denen, die dauernd noch als Krise sprechen. Wir, die Jugendlichen, sind gegen ACTA. Wir lassen uns weder unsere Freiheit noch unsere Privatsphäre nehmen. Wir wollen erreichen, dass Österreich Nein zu ACTA sagt. Weil wir mit dem Inkrafttreten von ACTA dann auch mehr beobachtet und kontrolliert werden. Wir, die 4A, stehen für mehr Sicherheit und Sauberkeit auf den Spielplätzen und in Parks. Da Spritzen, Kondome und Zigaretten dort gefunden worden sind. Wir wollen nicht, dass unsere Parks zur Müllhalde werden. Wir fordern daher, dass jeder seinen eigenen Müll in den Mistkübel wirft. Und die Polizei regelmäßig durch die Parks patrouilliert. Wir fordern, dass weniger Autos gefahren werden, damit der CO2-Ausstoß reduziert wird und die öffentlichen Verkehrsmittel mehr genutzt werden, aber die Fahrpreise billiger werden. Wir stehen dafür, dass der Westen die Entwicklungsländer nicht ausbeuten darf. Ausbeutung verursacht Armut. Dadurch entstehen Hungersnöte, an denen täglich tausende Menschen sterben. Es ist gemein, sich über Religion lustig zu machen oder über die Kopftücher zu lästern. Jeder sollte das Recht haben, sich seine Religion auszusuchen und die der anderen zu respektieren. Wir, die Kandelgasse, sind gegen Rassismus jeglicher Art. Wir lassen uns weder beschimpfen noch diskriminieren. Dazu gehört, dass man die Person nicht auf Hautfarbe, Religion oder Herkunft reduziert. Dazu gehören auch keine rassistischen Äußerungen oder Gewaltanwendungen. Wir wollen, dass jeder Mitbürger und jede Mitbürgerin gleich und gerecht behandelt wird. Egal welcher Rasse, Religion oder Herkunft sie angehören. Rassismus gehört aus der Welt geschafft. Dazu gehört, dass niemand wegschaut, wenn jemand gemobbt, geschlagen oder misshandelt wird. Wir fordern, dass die Menschen sich in diesem Bereich ändern. Es kommt nicht darauf an, woher man kommt. Denn ein Mensch ist ein Mensch.